Geld verdienen mit Airbnb, wie viel ist da überhaupt drin für mich? Wie geht das eigentlich? Brauche ich dafür eigene Immobilien? Ist das überhaupt legal? Darum geht es im heutigen Video und damit willkommen zurück hier bei BnB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Serviced Apartments, Airbnbs und Co. Ich bin Hendrik Kuhlmann von BnB Pro Hosting, betreibe selber über 80 Unterkünfte, Ferienwohnungen bzw. Serviced Apartments, die ich unter anderem über Airbnb vermiete. Hauptsächlich in Deutschland, aber auch im Ausland. Und ganz am Anfang beschäftigt man sich eigentlich mit der Frage, naja, kann ich eigentlich mit Airbnb Geld verdienen? Und ja, das kannst du auf jeden Fall. Und wir werden in dem heutigen Video darüber sprechen, welche Wege es eigentlich gibt, ja, welche Geschäftsfelder, worauf du achten musst und was da tatsächlich für dich finanziell drin ist. Darüber werde ich am Ende des Videos natürlich auch noch ein bisschen sprechen. Fangen wir mal an. Welche Wege gibt es überhaupt, um mit Airbnb Geld zu verdienen? Und da geht es direkt beim Klassiker los, nämlich dem eigentlichen Homesharing. Ja, so wie Airbnb irgendwann mal entstanden ist. Ja, ich habe zum Beispiel eine Wohnung, da habe ich noch ein Schlafsofa frei oder vielleicht ein zusätzliches Zimmer, das ich aktuell nicht nutze, und das kann ich zum Beispiel vermieten an Gäste. Denn Airbnb ist eine Buchungsplattform, die potenzielle Gäste mit Gastgebern zusammenbringt. Du bist Gastgeber und da kann man deine Wohnung oder dein Zimmer zum Beispiel, das du vermieten möchtest, entsprechend auf diesem Portal finden, und Gäste zahlen dann einen ganz normalen Übernachtungspreis, ähnlich wie du es auch zum Beispiel vom Hotel kennst. Das heißt, so im klassischen Zuhause ein Zimmer vermieten oder ein Sofa zu vermieten, das ist so der einfachste Einstieg in das ganze Thema Airbnb. Oder wenn du mal in den Urlaub fährst, ja, und dann für 2 Wochen zum Beispiel deine Wohnung untervermietest, das ist so der klassische Einstieg, beziehungsweise das ist auch, wie Airbnb irgendwann mal überhaupt angefangen hat. So, und du musst ganz, ganz wichtig wissen, dass Airbnb einfach nur eine Buchungsplattform ist. Ja, sehr, sehr häufig wird Airbnb da auch in einem falschen Zusammenhang gesehen. Der ganze Oberbegriff ist Kurzzeitvermietung, beziehungsweise wenn man das Ganze mal in einen größeren Kontext setzt, sind wir hier im Bereich der Beherbergung unterwegs. Das heißt, wir sprechen hier von Ferienwohnungen, von Serviced Apartments, einzelner Zimmervermietung, wie jetzt eben zum Beispiel im Homesharing. Und genauso spielen Hotels in diesem Markt natürlich auch eine Rolle. Ja, das ist auf jeden Fall so der typische Einstieg. Zimmervermietung, klassisches Homesharing, aber man kann Airbnb oder eben diese Kurzzeitvermietung auch deutlich professioneller angehen und das durchaus auch gewerblich machen. Und das ist das, was ich zum Beispiel mache, denn ich nutze ein Modell, das sich Arbitrage-Modell nennt. So, was ist das Arbitrage-Modell? Erstmal brauche ich keine Immobilien, um zum Beispiel Mieteinkünfte über Airbnb oder andere Plattformen zu generieren. Ja, ich selber habe jetzt am Anfang gesagt, ich betreibe über 80 Unterkünfte, aber mir gehört keine einzige davon, und das geht, weil ich diese Flächen komplett anmiete. Ja? Und hier kommt das sogenannte Arbitrage-Modell zum Tragen. Das heißt, ich miete mir eine Fläche an zu einem Mietpreis von X und kann sie dann über eine Plattform wie Airbnb zum Beispiel nächteweise weitervermieten, habe da einen deutlich höheren Umsatz, als ich sie zum Beispiel anmiete. Das, was in der Mitte übrig bleibt, das ist mein Ertrag, und das Ganze nennt sich eben Arbitrage. So habe ich angefangen 2019 mit einer ersten Immobilie, 90 Quadratmeter in Augsburg, und daraus ist das Ganze, was wir heute jetzt sehr, sehr professionell betreiben, am Ende des Tages gewachsen. So, wenn du dir jetzt natürlich was anmieten möchtest, um eben in das Airbnb-Business bzw. in die Kurzzeitvermietung zu starten, dann gibt es da natürlich einige Sachen, die wichtig zu beachten sind. Das allererste einmal, du musst auf jeden Fall die Zustimmung des Eigentümers dieser Immobilie haben, damit du das Ganze überhaupt weitervermieten kannst. Dann solltest du auch nicht irgendeine Immobilie nehmen, sondern sehr gut drauf schauen, ob es überhaupt ein Potenzial gibt. Das heißt, du musst das Ganze ja mal kalkulieren können. Da gibt es auch ganz coole Plattformen, wo man mal so eine Analyse starten kann, zum Beispiel AirDNA. Aber du musst auf jeden Fall gucken, wird das denn hier überhaupt klappen? Ja, wie sind denn überhaupt Hotelpreise zum Beispiel in der Stadt, wo du jetzt starten möchtest? Oder was verlangen hier andere Gastgeber, um eben auch mal ausrechnen zu können, was ist denn dein Umsatzpotenzial, was du hier irgendwo herausholen kannst? Und das ist das Schöne, dadurch, dass wir eben pro Nacht hier abrechnen können und eben im Bereich der Beherbergung aktiv sind, sind wir halt eben auch vergleichbar zum Beispiel mit Hotelpreisen. Das heißt, eine ganz erste Orientierung zum Beispiel für einen kleinen Studio für 2 Personen kannst du zum Beispiel herleiten, da ja aus den Hotelpreisen, weil ein Hotelzimmer noch was relativ Ähnliches ist wie ein Studio-Apartment. Das heißt, das ist der zweite Punkt, auf den du achten musst, lohnt sich das Ganze überhaupt? Und der dritte und ganz wichtige Punkt ist natürlich, du musst auch drauf schauen,
dass es durchaus Regulierungen gibt in diesem Bereich. In Deutschland gibt es sogenannte Zweckentfremdungssatzungen. Da habe ich unlängst auch mal ein Video dazu gemacht, was wir dir hier an dieser Stelle ganz gerne verlinken. Kurzform ist, in einigen Städten ist natürlich der Wohnraum sehr, sehr knapp geworden über die letzten Jahre. Das hat verschiedene Gründe, aber der Gesetzgeber bzw. die Kommunen möchten nicht, dass hier zusätzlich Wohnraum verloren geht, weil Leute jetzt einfach ganz normale Wohnungen anmieten und sie dann über Airbnb weitervermieten. Und das ist auch völlig in Ordnung, ich finde das gut. Aber du musst dich damit auseinandersetzen, gibt es überhaupt solche Regulierungen in der Stadt, in der du gerade starten möchtest? Kleines Geheimnis, du kannst auch in solchen Städten völlig legal arbeiten, denn was sich hier auch sehr, sehr gut anbietet, ist, dass man nicht Wohnungen mietet, sondern stattdessen Gewerbeimmobilien, wie zum Beispiel kleinere Büros oder Praxen oder Einzelhandelsflächen, die dann gegebenenfalls noch etwas angepasst, umgebaut werden, sodass sie dann eben auch tauglich sind als Ferienwohnung und Service Department. Das ist das Geschäft, das ich betreibe. Das heißt, wir mieten ausschließlich Gewerbeflächen an, haben in unserem Bestand Gewerbeflächen, eben zum Beispiel 30 Apartments, die wir in Dortmund auf einen Schlag übernommen haben, wo früher die GEMA sesshaft war. Wir haben aber auch teilweise wirklich einzelne Gewerbeflächen angemietet und vermieten die jetzt im Rahmen der Kurzzeitvermietung entsprechend weiter. Das heißt, du musst dir keinen Wohnraum nehmen, dir steht der Weg zu Gewerbeimmobilien offen, diese anzumieten, was sehr, sehr spannend ist und wo du durchaus auch sehr, sehr gute Konditionen bekommst. Da nimmst du dann auch niemandem Wohnraum weg, was einfach ein Riesenthema ist. Und das funktioniert sehr, sehr gut, gerade wenn du das Ganze hier langfristig aufbauen möchtest. Der nächste Punkt, wenn es denn keine solchen Zweckentfremdungssatzungen gibt, dann ist das Thema der sogenannten Nutzungsänderung noch relevant. Da kannst du dir vorstellen, wird baurechtlich einmal in einem Bauantrag draufgeschaut, hey, ist das überhaupt hier geeignet? Ja, passt das von den Fluchtwegen, vom Brandschutz her? Das ist auch keine Raketentechnik, wenn man mal versteht, wie es überhaupt funktioniert. Haben wir hier auch nochmal ein Video auf dem Kanal, das du dir gerne zu dem Thema anschauen kannst. Auf jeden Fall musst du die Nutzung der Immobilie über einen Bauantrag in aller Regel umwandeln, dann zum Beispiel auf Ferienwohnung oder Service Apartment. Das kann man im Übrigen auch als Mieter machen. Das muss nicht unbedingt ein Eigentümer für dich machen. Und insofern kannst du das Ganze hier auf jeden Fall rechtssicher betreiben. Übrigens das Thema der Nutzungsänderung, das trifft auch Eigentümer, wenn sie jetzt Bestandsimmobilien weiter vermieten wollen im Bereich der Kurzzeitvermietung. Dazu kommen wir aber gleich noch. Letzter Punkt gilt für alle Geschäftsmodelle, aber insbesondere natürlich auch fürs Arbitrage-Modell. Selbstverständlich musst du in diesem Bereich auch deine Einkünfte ganz ordentlich versteuern. Da gibt es Wege, das über die klassische Vermietung und Verpachtung zu machen. Du kannst aber genauso gut auch hergehen und zum Beispiel ein Gewerbe entsprechend gründen. Wir selber machen das mit mehreren GmbHs mittlerweile und versteuern natürlich unsere Einkünfte dementsprechend. Aber ja, das ist das Arbitrage-Modell von vielen gewählt, gerade für den Einstieg in dieses Thema Kurzzeitvermietung oder vielleicht auch in das Thema Immobilien, denn du kannst das erfolgreich starten mit 10.000 Euro. Du brauchst eben keine eigenen Immobilien. Du musst nicht irgendwelche Darlehensverträge eingehen, dich mit den hohen Zinsen rumärgern, sondern kannst dir einfach Flächen für dein Geschäft anmieten. Und durch die Differenz zwischen dem Umsatz, den du erzielen kannst, und dem der Mietzahlung, wie du sie quasi einkaufst, ist da eine sehr, sehr gute Marge drin. In der Regel so Faktor 2,5 bis 3, teilweise auch 4, was man hier erzielen kann. Und ich selber habe 2019 mal mit 10.000 Euro angefangen. Mittlerweile sind daraus über 80 Einheiten geworden. Das geht hier also relativ schnell mit dem Cashflow. Der nächste Zugangsweg in das ganze Thema Kurzzeitvermietung ist dann nämlich Punkt Nummer 3, ist natürlich Eigentumsimmobilien. Und es kann einfach sein, dass du vielleicht nichts anmieten möchtest, weil du einen Bestand schon hast an Immobilien oder dir einen Bestand aufbauen möchtest. Vielleicht machst du Fix and Flip oder was auch immer. Auf jeden Fall kannst du natürlich Kurzzeitvermietung auch sehr, sehr gut als Instrument nutzen, wenn du Eigentümer bist oder auf Eigentum setzen möchtest. Und dann brauchst du natürlich vorne nichts entsprechend anmieten, sondern hast eben einen Bestand oder vielleicht Objekte, die du entsprechend zukaufst für dieses Geschäft, richtest sie ein und vermietest sie dann entsprechend über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com zu einem deutlich höheren Preis weiter, als du vielleicht in der normalen Vermietung damit generieren könntest. Auch hier, wie ich gerade schon gesagt habe, du brauchst eine Nutzungsänderung. Das Ganze muss baurechtlich in der Regel immer genehmigt werden. Es gibt einzelne Ausnahmen in manchen Bundesländern, aber du musst dich auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen und auch das Thema Zweckentfremdungssatzung und Regulierung in der jeweiligen
jeweiligen Stadt ist hier absolut ein wichtiges. Wie gesagt, wir haben hier Videos dazu auf dem Kanal, die du dir dazu gerne anschauen kannst. Und das Thema ist momentan sehr, sehr heiß für viele Eigentümer, dadurch, dass sich die Lage am Immobilienmarkt natürlich sehr gedreht hat im vergangenen Jahr aufgrund der ganzen Zinsentwicklung, sodass Kurzzeitvermietung als Geschäftsmodell aus meiner Sicht mittlerweile wirklich zum Werkzeugkasten eines Immobilienakteurs dazugehören sollte. Ganz gleich, ob du jetzt fix einen Flip machst und vielleicht gerade die Wohnung oder das Objekt, was du verkaufen wolltest, nicht zu dem Preis verkauft bekommst, den du aktuell dafür haben möchtest, mit dem du kalkuliert hast, hast aber auf der anderen Seite hohe Zinszahlungen. Das wäre also eine ideale Variante, hier diesen Zeitraum zu überbrücken und den Sturm ein bisschen auszusetzen. Dann gibt es sehr, sehr spannende Felder oder sehr, sehr spannende Gelegenheiten im Bereich der Gewerbeimmobilien, ja, wo momentan einfach weniger Nachfrage da ist, nachdem nach der Pandemie sehr, sehr viele Menschen nach wie vor im Homeoffice sind. Das heißt, wir haben einen steigenden Leerstand bei Gewerbeimmobilien und das hier ist ein sehr, sehr geiles Nutzungskonzept für solche leerstehenden Flächen, die man günstig vielleicht zukaufen kann oder schon im Bestand hat, natürlich umbauen muss, aber dann entsprechend revitalisiert mit diesem neuen Nutzungskonzept wieder rausgibt. Dann kann es natürlich sein, dass deine Finanzierung ausläuft, ja, du dir jetzt Gedanken machen musst, wie geht es denn überhaupt weiter, wie kann ich denn vielleicht meine neue Darlehensrate überhaupt finanzieren mit den jetzt gestiegenen Zinsen, und auch hier hast du einfach die Möglichkeit, deine Umsätze bei der Vermietung zum Beispiel deutlich zu erhöhen, indem du auf das Modell der Kurzzeitvermietung setzt. Also für Eigentümer auch hochspannend, und der letzte Bereich, den es auch gibt, ist das sogenannte Management und Co-Hosting. Was du da machst, ist im Prinzip die Verwaltung der Immobilien anderer übernehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Eigentümer bin und ich habe hier eine Wohnung, die habe ich vielleicht fertig eingerichtet, die ist sauber genehmigt für die Kurzzeitvermietung, habe aber selber keine Lust, das Ganze zu betreiben, ja, mich mit Airbnb auseinanderzusetzen, mich um den Check-in zu kümmern, mich darum zu kümmern, dass die Wohnung gereinigt wird, dann könntest du zum Beispiel als sogenannter Co-Host ins Spiel kommen mit einer Dienstleistung, die du mir anbietest, nämlich, dass du dich genau darum kümmerst. Und so Managementfirmen bzw. Co-Hosts, die haben auch durchaus ein spannendes Potenzial, denn das ist eine Dienstleistung, eine Verwaltungsdienstleistung, die du tatsächlich auch am Fließband aufbauen kannst. Ja? Das heißt, es ist hier möglich, quasi eine Agenturdienstleistung zu schaffen, die im Fließband abzuwickeln. Und worum du dich typischerweise kümmerst, ist natürlich das richtige Präsentieren dieser Immobilien auf den entsprechenden Portalen wie Airbnb, richtige Preisstrategie, natürlich dann die ganze Kommunikation mit den Kunden. Du kannst dich darum kümmern, wie sie reinkommen in die Wohnung, wie die Wohnung am Ende sauber gemacht wird. Also den ganzen operativen Teil kannst du hier abnehmen. Was kann man dafür verlangen? Naja, zwischen 15% und 25% des Buchungsumsatzes. Und das kann sich gerade, wenn du hier mehrere Objekte verwaltest oder vielleicht ein großes, auch schon sehr, sehr gut rentieren. Da kommt einiges natürlich dabei rum. Gegeben, dass du kaum Startkapital für dieses Geschäftsmodell am Ende des Tages brauchst, weil du ja selber nicht finanzieren musst, du musst nichts einrichten, du musst nichts kaufen, sondern du übernimmst einfach Objekte in dein Portfolio und trittst quasi so als Agenturdienstleister auf. Auch sehr, sehr spannend, gibt es auch größere Firmen, die das schon machen, und kann hier einfach auch ein sehr, sehr spannender Weg sein, um in das Geschäft einzusteigen. So, was verdient man jetzt als Gastgeber von einer Ferienwohnung? Und da kann ich dir natürlich ein bisschen jetzt aus dem Nähkästchen erzählen, wie anfangs versprochen. Meine erste Wohnung, die ich damals inseriert habe, mein erstes Objekt, das hat mich damals 1.300 Euro warm gekostet hier in Augsburg. Das war dann von uns so hergerichtet, dass dort 6 Personen übernachten könnten. Also 2 Schlafzimmer und nochmal ein Schlafsofa. Und mit dieser Wohnung haben wir eigentlich nie unter 3.000 Euro brutto, teilweise bis zu 4.000 oder 4.500 Euro brutto im Monat umgesetzt. Und dann ziehst du jetzt natürlich irgendwo diese Kosten ab für Miete und Nebenkosten und Internet. Ja, 1.300 Euro plus, sagen wir mal, 100 Euro für den ganzen Kleinkram, Internet und dann noch ein Netflix-Account und dies und das. Und natürlich noch irgendwo die Reinigungskosten, wobei die bei uns immer so kalkuliert sind, dass sie kostendeckend sind zu dem, was wir von den Gästen als Reinigungsgebühr verlangen, was eigentlich sehr, sehr cool ist, denn du kannst hier tatsächlich eine separate Reinigungsgebühr verlangen und die eben so kalkulieren, dass deine Kosten damit gedeckt sind und du wirklich den Übernachtungsumsatz nur für Fixkosten und dann natürlich irgendwo deinen Ertrag hast. Auf jeden Fall, sagen wir mal, 3.000 Euro Umsatz minus 1.400 Euro fixe Kosten, bleiben 1.600 Euro in der Mitte übrig. Du kannst dir vorstellen,
Das kostet auf jeden Fall keine 1600 Euro, 4-5 Mal im Monat diese Wohnung reinigen zu lassen. Lass es irgendwie 300 Euro sein, wenn es hochkommt, dann sind immer noch 1300 Euro vor Steuer übrig. Und naja, wie gesagt, teilweise haben wir auch 4 oder 4.500 Euro umgesetzt. Und da bleibt dann natürlich auch schon ordentlich was liegen. Natürlich muss es entsprechend versteuert werden, ist gegebenenfalls auch mit Umsatzsteuer. Das musst du noch runterrechnen, aber selbst wenn du die Steuer abziehst, bleibt da in der Regel sehr, sehr viel übrig. Und so war es mir eben auch möglich, das Ganze weiter auszubauen. Wir haben ein Objekt in Rosenheim zum Beispiel, 19 Apartments, die wir dort betreiben. Und da haben wir aufgrund einer sehr, sehr speziellen Zielgruppe, die wir auch als Gäste haben, teilweise 4.000 oder 4.500 Euro Monatsumsatz mit 30, 35 Quadratmeter Studio-Apartments. Das heißt, das ist so ein bisschen die Range, in der wir arbeiten. Es gibt auch größere Wohnungen. Wir haben zum Beispiel ein sehr, sehr großes Penthouse mit 125 Quadratmeter, kostet uns 2.500 Euro mit Internet und Nebenkosten und Miete. Und wir machen mit diesem Penthouse zwischen 7.000 und 8.000 Euro Umsatz im Monat. Also auch da kannst du dir wieder ausrechnen, bleibt entsprechend was übrig, auch nachdem man natürlich seine Steuern entsprechend gezahlt hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen in a nutshell, wie man Geld mit Airbnb oder auch anderen Buchungsportalen verdienen kann. Hier bleibt mehr als genug am Ende unterm Strich, um das als Nebeneinkommen sich aufzubauen. Ja, so habe ich ganz ursprünglich mal angefangen. Ich war zu der Zeit noch bei der Deutschen Bahn Vollzeit zu beschäftigen. Und jetzt kannst du dir überlegen, 2, 3 solcher Wohnungen, wenn du nebenbei betreibst, ja, dann wären das vielleicht 2.000, 3.000 Euro Überschuss im Monat. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr oder mal ein bisschen weniger vor Steuern. Das wird aber wahrscheinlich durchaus dein Leben ein bisschen auf den Kopf stellen, wenn du das als zusätzliches Einkommen jeden Monat zur Verfügung hast. Oder aber man macht hier ein Vollzeiteinkommen daraus, man macht sich damit selbstständig, baut sich ein Unternehmen auf. Auch das funktioniert. Siehe mein eigenes Beispiel. Und wir haben auch sehr, sehr viele Kunden, die genau das geschafft haben und damit selbstständig geworden sind, sich ein Unternehmen in diesem Bereich aufbauen und hier ihre Portfolios zum Beispiel mit Gewerbeimmobilien fortlaufend erweitern. Ja, und warum Kunden? Nun ja, wir bei B&B Pro Hosting, wir helfen angehenden Gastgebern dabei, überhaupt mal in dieses Geschäft mit der Kurzzeitvermietung zu starten. Das heißt, wenn du ganz am Anfang stehst, können wir dir zeigen, wie alles funktioniert, also wie man eine Standortanalyse macht, wie man Eigentümer kontaktiert, wenn du was anmieten möchtest. Da haben wir Skripte dafür, wie du mit Gewerbeimmobilien umgehst, Mietverträge und so weiter und so fort. Und natürlich vor allen Dingen, wie du das rechtlich auch sauber umsetzt, dass du nicht in irgendwelche Schwierigkeiten mit Regulierungen vor Ort kommst oder eben dieses Thema Wohnungsnot noch verstärkst. Außerdem helfen wir fortgeschritten dabei, ihr Geschäft weiter auszubauen, das weiter zu automatisieren, zu skalieren, bis hin zu so einem Unternehmen, wie wir es mittlerweile betreiben. Und das Schöne ist, Kurzzeitvermietung und Airbnb, das wirst du dich jetzt vielleicht auch fragen, lässt sich sehr, sehr gut automatisieren. Ja, das heißt, du kannst das durchaus nebenbei machen, weil es sehr, sehr viele Aspekte gibt, bei denen du einfach nicht vor Ort sein musst. Ja, die Schlüsselübergabe, die muss ich nicht persönlich machen bei meinen 80 Unterkünften, sondern da gibt es Codeschlösser, teilweise elektronische Schlösser, mit denen Gäste selbstständig ein- und auschecken können. Die ganze Kommunikation mit unseren Gästen ist weitestgehend automatisiert. Das heißt, die wissen, wie sie reinkommen, die wissen, dass ihre Buchung bestätigt ist. Die wissen, wie sie sich in der Wohnung zurechtfinden. Und natürlich mache ich auch nicht die Reinigung bei über 80 Apartments selbst. Dafür gibt es Reinigungskräfte. Wir haben von Anfang an immer auf eigene Reinigungskräfte gesetzt, geringfügig Beschäftigte, Minijobber. Und damit kann man das sehr, sehr gut gerade am Anfang gestalten. Dienstleister gibt es auch in dem Bereich. Also ich kann dir sagen, das Ganze hier lässt sich sehr, sehr gut automatisieren und eignet sich damit auch, um damit ein Nebeneinkommen aufzubauen, aber eben auch aufgrund der Skalierbarkeit dazu, dass du dich hier tatsächlich mit selbstständig machen kannst. Wenn du sagst, du möchtest mehr dazu wissen, wir laden dich sehr, sehr gerne ein bei uns bei B&B Pro Hosting zu unserem kostenlosen Erstgespräch. Dazu gehst du auf bnbprohosting.com, beantwortest ein paar Fragen und dann sprechen wir. Schau mal drauf, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin? Ist Kurzzeitvermietung das Richtige für dich und vor allen Dingen, wie können wir dich dahin bringen, wo du hin möchtest? An der Stelle herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören heute. Bis zum nächsten Mal. Cheers, bye bye.